kann nichts ausrüsten. Ihr wandelt nun auf dem Pfad der Träume. Oh. Zu eurem Pech leidet Pelagius schon seit jungen Jahren an Nachtangst. Ihr müsst nur etwas finden, mit dem ihr unseren armen Pelagius aufwecken könnt. Seine Ängste sind leicht abzuwehren, aber hartnäckig. Okay, das ist alles sehr cool, aber Pelagius der Gequälte. Hey, mein Freund. Komm mal hier. Das war's. Ja, aber du hast keine Angst vor der Ziege haben. Liebe Ziege? Liebe Ziege. Okay. Gut, vielleicht können wir vielleicht dann nochmal. Ich baller da nochmal rein. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Kleiner Pelagius, hey. Ja? Nö, nichts. Mit dem Käfer da? Der Käfer ist wohl entfohlen. Guck mal, das bist du in groß. Du wirst später mal richtig bekloppt. Und scheiße. Das ist deine Zukunftsaussicht. Wenn ich hier Sachen mitnehme, ne, dann kann ich bestimmt tolle Sachen draus basteln. So ein bisschen MacGyver-Style. Ihr braucht etwas? Nö. Heißblütige Maid. Hallo, Maid. Mein Name ist Michael Knight. Von der Foundation für Recht und Verfassung. Ich habe die Hexe gerade überhaupt nicht getroffen. Ich kann also alles in schöne Träume verwandeln, ja? Das ist natürlich super. Okay. Warte mal, Vorsicht, habe ich hier schon. Also nicht zielen wie mit dem Bogen. Sondern genau andersrum. Alles wieder vorbei? Hey, Pelagius! Wach auf! Also fängt es nochmal von vorne an. Vielleicht soll ich es einfach dabei belassen. Und den Atronarchen aber nicht mehr herbeirufen. So. Dann hat er jetzt gute Träume. Dann gehe ich wieder. Vielleicht reicht das ja. Anstatt alles wieder rückgängig zu machen. So. La 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 la. Du Lili. Da Lili. Gut, ich gehe mal da. Oh, da ist noch ein Stück Käse. Lecker. Leckerer Bodenkäse. Der ist noch gut. So, Scheo, ne? Alter Freund, ich geh mal hier lang. Nun, ja. Das ist eine traurige Geschichte. Pelagius hasste und fürchtete viele Dinge. Attentäter, wilde Hunde, die Untoten. Das ist euer Ende. Der tiefste, erbittertste Hass galt aber ihm selbst. Hier könnt ihr seine gegen sich selbst gerichteten Angriffe in Gänze sehen. Sie zielen immer auf den schwächsten Punkt seines zerbrechlichen Glücks. Der Selbsthass macht Pelagius nur noch wütender. Aber sein Selbstvertrauen wird mit jedem Treffer schwächer. Ihr müsst beides ins Gleichgewicht bringen. Das
Das war gar nichts. Warum sterben Sie endlich? Dafür werdet ihr bezahlt. Hallo Selbstvertrauen. Hallo Wut. Beides ins Gleichgewicht, also, ja? Okay, also nochmal. Ihr scheint da ein kleines Problem. Vielleicht sollten wir die ganze Sache erst etwas verkleinern. Euch will ich gerne einstellen. Okay, und jetzt? Das ist schon sehr süß, aber ich glaube, das ist auch noch nicht richtig. Ich muss vielleicht beide groß machen. Ich werde euch lange genug warten, das zu bereuen. Nur ein Kratzer. Euch werde ich fertig. Wir werden ihr bezahlen. Auf so lange ihr noch könnt. So gut wie tot. Los geht's! Wunderbar! Pelagius kann sich nun endlich selbst akzeptieren und alle anderen hassen. Ist das gut? Alles auch weg. Okay. Das ist ja alles sehr interessant hier. Alles sehr interessant. Ein zu großes Selbstvertrauen, ist das eine gute Sache bei Pelagius? Ich glaube nicht. So. Das war dieser Pfad. Was ist denn der nächste Pfad? Wie cool das alles ist. Einfach mal so mittendrin. Wer rechnet mit sowas? Oh, eine gute Wahl. Gut für mich jedenfalls. Es amüsiert mich köstlich, dass alle hinter euch her sind. Euch wahrscheinlich weniger. Wisst ihr, Pelagius' Mutter war, nun, sagen wir mal, einzigartig. Obwohl sie im Großen und Ganzen für eine Septim schon ziemlich normal war. Diese Frau schwang die Furcht wie ein Hackebeil. Oder schwang sie das Hackebeil und hat den Leuten damit Angst gemacht? Bringe ich immer durcheinander. Oh, aber sie hat ihren Sohn viel gelehrt. Pelagius lernte schon früh, dass Gefahren überall lauern können. Jederzeit und in jeder Gestalt. Okay, jederzeit und in jeder Gestalt heißt, sich vor allem fürchten. Autsch. Was war das denn jetzt? Was war das? Hallo? Ich weiß immer noch nicht, ob wir beim Schlafen im Pelagius alles richtig gemacht haben. Das Ziel ist denkbar einfach, ihr Einfallspinsel. Benutzt euren Wabajak, um den Feind zu besiegen, während der dasselbe tut. Machen wir das mal. Da ist mein Feind. Das sind nicht meine Feinde. Aha, ich dachte schon, ihr kommt nie drauf. Ohne die Bedrohung lebt Pelagius in eingebildeter Sicherheit. Also habt ihr ihm geholfen. Irgendwie. Wir sind der Heimat ein gutes Stück näher gekommen. Okay, das hat funktioniert. Prima. Ja. Aber was ist das jetzt noch beim Schlafen? Das verstehe ich noch nicht ganz. Wir haben alle Träume weggeräumt. Ich habe die schönen Träume jetzt mal gelassen. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Hey. Kommt es mir nur so vor oder wird es hier jeden Tag vernünftiger? Selbsthass überwunden. Paranoia abgeschafft, wenn es mal so leicht wäre. Sterblich? Unerträglich.
Ja, ja, ihr seid brillant, habt den Wahnsinn bezwungen und so weiter und so fort. Aber ihr seid noch nicht fertig. Und ihr könntet immer noch sterben. Also die Albträume. Da sind wir doch noch nicht fertig. Was müssen wir da machen? Wie ist denn der Status quo? Sind alle noch da oder sind die wieder verschwunden? Sind wieder verschwunden. Das wird irgendwie sehr düster jetzt langsam. Ich habe leider... Habe ich noch eine Funzel mit? Nee, ne? Nein, die Funzel haben wir nicht dabei. Kann ich mich hier irgendwo... So geht das. Dann geht es wahrscheinlich nicht hoch. Ach ja, das ist ja nicht der Bogen. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier machen muss. Ist das aber eine Überraschung? Er bringt jetzt die Ziege um oder was? Ich beobachte das gerade mal. Bringt die Ziege ihn um oder er die Ziege oder bringt keiner keinen um? Wenn die Ziege ihn umbringt, dann könnt ihr Rüstung kriegen. Aber ich kann es nicht anziehen, weil wir nicht ins Inventar können. Okay, wie lange kann das noch dauern? Vielleicht können die Albträume sich einfach gegenseitig umbringen. Das wäre ein bisschen knifflig, weil... Aus ihm wird er der kleine Junge, dann müsste er quasi... Dann müsste die Hexe den kleinen Jungen umbringen. Ob das möglich ist? Ihr seid tot. Tot! Ich weiß immer noch nicht, ob das richtig ist. Wisst ihr was? Ne, ich kann auch die Ziege nicht mehr zurückverwandeln in den Wolf. Wäre natürlich cool. War nicht gut, oder? Fängt wieder von vorne an. Fängt wieder von vorne an. Okay. Sag mal, bleibst du mal stehen, Wolf? So, na also. Da. So, mal gucken, ob der Junge gleich die Hexe angreift. Nur mal so testweise. Ich glaube, wir haben gespeichert, ne? Ich habe jetzt gespeichert. So, mal gucken, es funktioniert. Das dauert ganz schön lange. Wow. Das klappt ganz gut. Und jetzt kommt der Feueratronarch und dann... Was macht denn der Junge? Nimm mal deine Arme runter.
Ihr braucht etwas? Nein. Was macht die hier? Keine Ahnung. Verdammte Axt. Irgendwas übersehe ich doch hier. Irgendwas. Irgendeinen Gedanken. Irgendwas habe ich nicht. Irgendwas fehlt mir. Oh. Ich dachte, wir machen jetzt Löffelchen und dann ist er wieder beruhigt. Hier, geht mal schlafen. Wir können nicht reden. Das geht auch nicht. Oh, zu lange gewartet. Haben wir wohl zu lange gewartet. Okay, pass auf. Dann würde ich sagen, wenn ich so auf die Uhr gucke, ja. Und diese Folge hat wirklich sehr lang gedauert. Mit dem ganzen Dazwischenlesen und bla bla bla. Ist, eine sehr lange Pause. Ich nehme an dieser Folge jetzt tatsächlich ein paar Stunden auf. Mehr oder weniger. Den Olaf nochmal neu machen, alles seitdem nochmal neu machen. Also ich würde sagen, in der nächsten Folge widmen wir uns mal Pelagius. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es mit dem Traumland machen. Da habe ich noch keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Das ist jetzt hier dunkel geworden. Das ist natürlich so schade, weil Nacht ist. Können wir hier vielleicht auch schlafen? Das geht auch. Okay, gut zu wissen. Aber ich würde trotzdem gerne herausfinden, natürlich, wie wir hier weiterkommen. Ich bin gespannt. Das Spawnen alleine mit dem Feueratronarchen, das hat nicht gereicht. Da ist auch kein Rätsel sonst hinter, ne? Also natürlich, das Rätsel ist, dass man schnell sein muss, weil sonst fressen einen hier alle. Ich probier's noch einmal. So. Ich mach's wieder von meinem bevorzugten Platz aus, hier oben. Da habe ich Spaß. Ich lasse das Kind wieder dahin gehen, dann. Oh, Wetter ist eher scheiße. Ach ja. Ich mache immer den Bogen. Den Bogenfehler. So. Ob die Hexe den Jungen wirklich umbringen würde? Der tut uns also nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Das war super. Das war's auch nicht. Okay, pass auf, dann mache ich nächste Folge, weil sonst das. Ich komme hier nicht zum Ende. Nächste Folge probieren wir nochmal rum. Irgendwas muss ja richtig sein. Wir müssen seine Albträume beenden, aber wenn wir die beenden, dann machen die Piff, Paff, Puff und sind einfach wieder weg. Das kann es ja dann auch nicht sein. Also muss es irgendein Mechanismus geben, wie wir das hier auch knacken können. Da wir mit ihm nichts machen können. Ich dachte vielleicht, dass der Atronarch das Bett verbrennt oder sonst irgendwas. Hätte ja sein können. Aber leider war da nichts zu machen. Verdammt. Na gut, dann in der nächsten Folge. Schade, ich dachte, ich schaff's noch. Ich dachte, das wäre es jetzt gewesen. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge und dann mal gucken, wie wir den Pedigree-Pal hier aus seinem Reich der Bekloppten holen oder uns zumindest aus seinem Kopf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss. Das muss doch schaffbar sein. Ich hasse dich.
Ich hasse dich. Boah, das geht aber. Natürlich, in dieser Runde greift der Wolf sofort an. Okay, pass auf. Ich gehe wieder hier oben auf meinen Jägerstand. Ich will schaffen das. Wir kriegen das schon hin. Diesmal geben wir einfach... Jetzt aber. So. Ich warte noch, bis das Kind dahin geht. Warte, damit die Hexe uns nicht angreift, sondern den Kleinen. Letztes Mal sind alle verschwunden. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Oh, 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 oh. Na, wenn das mal keine gute Nachricht ist. Pelagius ist auf den Beinen. Also kann es weitergehen. Wir werden beide schon bald zu Hause sein. Willst du mich verarschen? Oh, da ist eine Truhe. Man kann die Truhe nicht durchsuchen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich muss mal gucken. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich die letzten Folgen alle zusammenschneide. Kann sein, dass die letzte Folge und diese Folge... Kann sein, dass es eine Folge geworden ist. Kann sein, dass es aber auch zwei Folgen geworden sind, die irgendwie so... zusammengeschnitten sind irgendwie ein bisschen, weil, ne, einerseits wegen der Jal, andererseits, weil ich hier eigentlich gerade Folgenende machen wollte. Jetzt habe ich aber doch noch eine Runde probiert. Ich weiß noch nicht, wie ich es zusammenschneide. Mal gucken. Sonst kann es nämlich sein, dass die Folge über eine Stunde geht und das, muss ich vermeiden. Man kann ja auch übertreiben. So. Nein, Grog, man kann... Doch, das geht schon. So, Sheogorath, was ist los? Ich sage immer, ich werde wohl nicht spüren, was euch gefallen muss. Oder so etwas in der Art. Was? Seid tot, schieße. Was? Okay. Ich habe es geschafft. Ich habe Pelagius' Geist geheilt. Das ist ein sehr subjektiver Begriff. Ja, der ist ja auch tot. Behandelt klingt doch viel passender, meint ihr nicht? So wie man es mit einem Ausschlag oder einem Pfeil im Kopf tut. Aber nun gut. Ihr seid zwar ein herzloser Sterblicher, habt es aber tatsächlich geschafft. Ihr habt überlebt. Ich werde meinen Teil der Abmachung einhalten müssen. Also, herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt gehen. Ja. Ich bin natürlich für meine Sinneswandel bekannt. Also geht. Jetzt. Ich gehe. Was ich mich wundere, ist, das erste Mal, als ich den Atronarchen angegriffen habe, sind alle Dinger verschwunden. Also ich habe den getroffen, der hat rot aufgeleuchtet, dann ist alles verschwunden. Deswegen verstehe ich nicht, warum jetzt ein Feuer draus wurde. Der musste vielleicht einmal dahin schießen zum Busch. Wir haben den vielleicht zu schnell, eventuell? Ich weiß nicht. Ich gehe... Pelagius Septim der Dritte, einstmals wahnsinniger Kaiser von Tamriel. Heute so langweilig vernünftig. Ich wusste immer, dass er es in sich hatte. Dann heißt es wohl zurück zu den zitternden Inseln. Der Ärger, den Haskell sich in meiner Abwesenheit einbrocken kann, einfach unglaublich. Haben wir auch ganz sicher alles dabei? Kleidung? Ja. Bart? Ja. Gepäck? Gepäck? Wo habe ich nur wieder mein Gepäck gelassen? Huch. Meister, ihr habt mich zurückgenommen. Oh. Bedeutet das, dass wir nach Hause gehen? Ach, wie schön. Ich kann es gar nicht erwarten, endlich. Ja, ja, genug gejubelt. Warum schicken wir euch nicht voraus, hm? Und nun zu euch, mein kleiner sterblicher Scherge. Den Wabajak könnt ihr gern behalten. Oh, cool. Als Zeichen meiner... Ach, jetzt nehmt das verfluchte Ding schon. Passt gut auf euch auf, ja? Und solltet ihr jemals in Neu-Sheot sein, kommt mich besuchen. Dann essen wir zusammen eine Erdbeertorte.
Tschüsschen. Tschüss. Hat mich echt gefreut. Der Geist ist wach. Ich mochte den. Aber wie komme ich jetzt nach Hause? Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Das überrascht mich nicht. Und wir sind wieder zu Hause. Ah, Home, Schwitz, Home. Ah, ich mach mal hier erstmal Lämpchen an. Hier sieht man wieder gar nichts. Lämmchen? Oh nein. Ich dachte, wir haben wieder unsere anderen Sachen. Fine Head, Fine Quilted Klo. Ich will das alles nicht haben. Wieso habe ich das denn? Wie viel wiegt das? Das wiegt 440, das wird nicht reichen. Was haben wir denn? Was haben wir denn alles mitgenommen, dass wir jetzt auch mal überladen sind? So, habe ich jetzt was angezogen? Sollen wir nicht meine ganzen orkische Panzerhandschuhe? Okay, Symbol setzen. Hier. 2. Das sieht alles noch sehr gut aus. 3. Müsste eigentlich noch klappen. Ja, die Panzerhandschuhe haben wir an. Den Rest offenbar noch nicht. Was hatten wir denn? Nein, das war es nicht. Antlitz des Herrschers. Klingt natürlich auch schön. Aber der ist schon wieder oll. Wo sind denn? Das Faustrecht hatten wir an. Oter hatten wir an. Die Exquisite. Natürlich alles, was exquisit ist, hatten wir an. Da. Warte, wir haben das, wir haben das, wir haben... ach ja, und wir brauchen noch unbedingt, sehe ich gerade... Wo ist unser Rucksack? Unser Rucksack. Heavy Leather Backpack. So. Jetzt sind wir nicht mehr überladen. Und die Reiselaterne. Natürlich auch. Jetzt müsste hoffentlich alles wieder... Ach ja, und ein Amulett hatten wir noch. Amulett von Mara hatten wir an. Das war's aber, glaube ich, auch, ne? Mehr hatten wir nicht. Es sei denn, ich klicke auf die... Auf die 6. Dann haben wir das Schild wieder an. Genau. So. Ich trage immer noch zu viel und kann nicht rennen. Oh, 440. Ich dachte... Ja, 440. Ja, ja, okay. Ja, du kannst nichts tragen. Natürlich nicht. Ich weiß, ich weiß. Okay, lausche mal, Iona. Ein Amulett von Mara? Nein. Wie kann ich euch dienen, Tane? Folgendes. Ich muss euch leider mal wieder was aufbürden. Es tut mir sehr leid. Ich tue das nur äußerst ungern und das war gelogen. Ja, okay. Haben wir noch irgendwas mit 3? Nein, ne? Ich glaube, sie kann nichts mehr tragen. Irgendwas mit 3er-Gewicht? Ah... Vielleicht 3 Bücherlein? Nein, haben wir auch nicht. Nein, nein, nicht. Gut, das ist nicht gut. Lederstrippen geht nicht. Vulkanglasbarren? Ja, das wäre dann wohl geklärt. Ich glaube... Nach euch. Ja, ich humple nur mal voran. Ich weiß nicht genau, was wir mitgenommen haben. Haben wir vielleicht... Ist vielleicht... Kommen mir Sachen aus der Traumwelt überhaupt... Doch, müssten wir mitgenommen haben, ne? Ich glaube, ich habe hier alles... Habe ich alles mitgenommen. Und ich glaube auch einen Teller. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich aus Versehen eingepackt oder irgendwas Sinnloses. Hier ist der Teller. Jetzt, wenn ich jetzt noch eine Sache esse, zum Beispiel 2 Fleischpasteten, die sind so lecker, das mache ich nicht, mach 2 Wein. Ja, jetzt geht's schon viel besser. So, 2 Flaschen Wein im Kopf. Damit kann man leben. Oh nein. Was denn? Guck mich bitte nicht so verächtlich an, ja? Kümmere dich mal um deine eigenen Probleme. Was soll das denn jetzt? Ich bin kein Alkoholiker. Ich weiß nur einen guten Wein zu schätzen, der mir nicht gehört. So, Dieb der Tugend. Auch gute Bücher weiß ich zu schätzen. Wer hat denn hier noch geschlafen? Wenn ich mal so fragen darf. So, wir sollen hier auf keinen Fall was anfassen. Ja, bitte passt mal ein bisschen auf mit euren Patschegriffen, dass ihr nicht aus Versehen irgendwas anlangt. So. Das sind alles nur verbrannte Bücher. Wow, wow. Ja, wie sagst du denn hier auch gebrannt? Hier hat's doch gar nicht gebrannt.
Ein Übermaß an Dieben. Schrecklich, schrecklich. Leute, die alles stehlen, was in Nied und Nagel fest ist. Ganz ehrlich, ich kann das nicht gutheißen. Finde ich persönlich sehr fürchterlich. Da hört es auch irgendwann mit der Freundschaft auf. Darf nicht sein. Huch, hi. Ah, hier geht es gar nicht wieder zurück. Wir müssen wieder nach oben. Ich dachte, wir können dann hier unten wieder zurück. Ja, gut. Warum hier Pferdeschädel sind, frage ich mal. Das würde ich gerne wissen. Was macht denn Pferdeschädel hier? So. Ja. 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 So, jetzt hier hoch. Schleppi fixo. Problem ist, wir sind noch lange nicht an unserem Pferd, ne? Das steht ja noch irgendwo. Das ist ja draußen. So, ich muss aber zugeben, ich mochte dieses Traumland. Also ich mochte den Typen, Shigu, mochte ich super gerne. Hat mich ein bisschen an den Joker erinnert, aber nur ein bisschen. Oder hier, wie hieß der, Malcolm? Der, Hofner... Lag da irgendwas unter dem Tisch? Da liegt doch was. Den Hofen, ach so, das war das. Den Hofner aus, Legend of Kyrandia. Daran hat er mich erinnert. Sehr stark sogar. Der böse Hofner. Den ich eigentlich immer sehr mochte. Aber der war halt sehr böse. Aber ich mochte den. So, wir gehen gleich raus. Noch nicht. Denn soweit ich weiß, da stand noch ein Fläschchen. Ich hab's gesehen. Ihr wollt, dass ich es mitnehme. Aber ich nehme erstmal das hier mit. War hier nicht noch irgendwo... Boah, Alter, wie viel Wein hier, ne? Also das ist schon... Das ist schon hart. Das können die von mir nicht verlangen, dass ich das alles stehen lasse. So, okay. Ich wollte das eigentlich machen. Ich wollte gar nicht das. Den Wein wollte ich gar nicht mitnehmen, deswegen bin ich gar nicht hier. Auch nicht deswegen. Ich dachte nämlich, hier wäre irgendwo noch eine Tür oder irgendwas gewesen, die mit Spinnenweben verhangen war, wo man nicht durchkam. Aber hier ist. Das ist vernagelt. Geht das? Nein. Schade. Ja, vielleicht ist dahinter auch einfach gar nichts. Dann war es das hier. Das ist der gesamte Flügel. Ja, also riesig ist er jetzt nicht, wenn ich mal so ehrlich sein darf. Na gut. Ah, wir haben es geschafft. Und wir haben kaum was Böses mitgenommen, außer vielleicht diesen... Ich möchte ihn Jabberwocky nennen. Okay, jetzt muss ich nur gucken, erstmal, wie spät ist es? Es ist 23 Uhr, ich mach mal erstmal ein bisschen... Ich schlaf mal eine Runde. So... Ich würde sagen, so bis... 8 bis 39 würde ich sagen. Weil dann alle hier hoffentlich auf ihrem Posten sind. Oder auf ihre Posten gehen. So, wir müssen leider ganz erbärmlich durch die Stadt schleichen. Ich könnte natürlich die Sachen irgendwo in eine Kiste legen und dann können wir später wieder holen das alles ab. Ich hoffe, das wird nicht als Diebstahl gesehen. Das ist auch eine Wache, ne? Ja. Der sah ein bisschen aus wie unser Freund Falk. So. Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Musst dich zu deiner Gier bekennen. So, Falk! Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Okay, ich... Okay. Alle, die so ein tapferes Herz haben wie ihr, ja, sind hier willkommen. Ich danke euch. Ich sage all meinen tapferen Freunden Bescheid. Im tapferen Herzenclub. So, schnell ein bisschen... rumschleichen. Und ich mach mal unser Lämpchen aus. Warte mal, ist das Lämpchen nicht mehr auf der 8? Warte, hier sind Schauersprüche. Ist das Lämpchen etwa nicht mehr auf der... Nee, ist es nicht mehr. Okay. Oh, das ist aber ärgerlich, dass man dann alles wieder neu machen muss hier. Wir haben zum Glück mit unseren Sets, dass er sich die gemerkt hat. Reiselaterne auf die 8. So. Gut.
So, ich hoffe. Ich möchte unbedingt in Einsamkeit ein Häuschen kaufen. Das würde ich wahnsinnig gerne tun. Ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsort wird, weil ich Einsamkeit persönlich sieht sehr geil aus, gar keine Frage. Aber es ist halt wahnsinnig groß. Wahnsinnig groß. Und ich mag mein Häuschen in Weißlauf sehr, sehr gerne. Was aber vielleicht natürlich an der Briesenheim-Mod liegen kann. Wahrscheinlich auch liegen wird, ich weiß es nicht genau. So. Naja, na gut. Jetzt waren wir gerade kurz irre, also dauert es natürlich ein bisschen länger, Einsamkeit zu laden. Weil wir gerade noch eben den Schädel von Herrn Pederigipal hatten. Das war so komisch mit diesem Betträtsel. Naja. Die anderen beiden konnte ich nachvollziehen. Das Betträtsel eigentlich auch, aber warum das nicht das Feuer aufgelöst hat? Oder habe ich da vielleicht irgendwas anders gemacht oder falsch gemacht? Oder lag es wirklich daran, dass der Atronarch noch kein Feuer gespuckt hat vorher an dieser Stelle? Die hat ja immer Feuer in Richtung von diesem Busch da geworfen. Vielleicht musste er einmal feuern. Ich weiß es nicht.